Hallo, mein Name ist Luca Ferrari von Electrol Futura und in diesem Video präsentiere ich den Kabinenroller in der Farbe Schwarz. Eine Kundin hat uns gebeten über YouTube, oder eine potenzielle Kundin, und die hat gesagt, sie hat großes Interesse am Kabinenroller, aber sie würde gerne sehen, wie der denn in Schwarz wirkt. Die Bilder sind ihr nicht genug, sie würde gerne das Innenleben und die Außenfarbe als Video mal sehen und das machen wir natürlich gerne. Und am Anfang sage ich noch mal zwei, drei Sachen zu dem Kabinenroller. Wie gesagt, den gibt es im herausnehmbaren Lithium-Akku, der heißt Futura 3.0 und ist von Electrol Futura mit 52 Ampere 60 Volt Lithium-Akku. Damit hat man eine Reichweite von 60 Kilometern. Alternativ haben wir auch einen fest verbauten Bleigel-Akku mit 58 Ampere. Der Vorteil beim herausnehmbaren Lithium-Akku ist natürlich für Leute, die in der Stadt wohnen, dann kann man den Akku rausnehmen und zu Hause laden. Das heißt, man ist nicht angewiesen auf eine eigene Garage oder ein eigenes Grundstück. Und wie gesagt, zu kaufen gibt es den auf der Homepage von Electroroller Futura. Wir verkaufen auch an Händler. Falls du ein Händler bist und du hast Interesse, hier unten sind die Kontaktdaten, kontaktiere uns doch. Und wir schicken dir gerne unsere Preisliste für Händler. So, aber jetzt nochmal zum Kabinenroller. Das ist das schöne Schwarz, das ist ein Glanzschwarz. Wie nennt man das? Wahrscheinlich ein Schwarz-Metallic, würde man sagen. Und wie gesagt, das Besondere hieran ist, man kann 45 km/h fahren oder 25 km/h. Und das Besondere bei dreirädrigen Kabinenrollern ist, wenn man vor 1965 geboren ist, braucht man für den dreirädrigen Kabinenroller in der 25er-Version keinen Führerschein. Also führerscheinfrei. Ist eine super Sache für Leute, die vielleicht ihren Führerschein abgegeben haben oder auch keinen haben. Damit kommt man auch durch den größten Regen. So, jetzt zeige ich mal den Kabinenroller von innen, weil der sieht auch von innen anders aus. Also er hat eine andere Farben. Wir haben hier natürlich diesen Sitz in Anthrazit und wir haben hier die Verkleidungsteile am Lenker. Die sind natürlich dann auch schwarz und schwarz, also im Vergleich zum blauen sieht er natürlich dann anders aus. Um den Kabinenroller zu starten, muss ich die Handbremse runter machen, aber jetzt, also um zu fahren. Um jetzt zu starten, drücke ich hier die Bremse und drücke auf den Startknopf und dann startet der. Das Besondere hier beim Kabinenroller Futura 3.0 ist, oder auch beim Futura 2, ist, dass wir ganz viele Features haben. Wir haben ein Touch-Display, wir haben eine Freisprechanlage, man kann das Handy mit Bluetooth verbinden, man kann auch seine eigene Musik dann abhören. Wir haben elektrische Fensterheber, wir haben hier Fenster, die man aufmachen kann im Sommer, dann hat man eine schöne Lüftung, die mache ich dann so auf, die kann ich dann so fest auflassen. Das sind halt so coole Sachen. Hier wird das Scheibenwischwasser nachgefüllt, wir haben eine Lüftung. Hier kann man rückwärts fahren, da haben wir die Rückwärtskamera, kommt dann direkt. Jetzt sieht man hier die ganzen Paletten hinter uns. Hier diesen Kabinenroller haben wir jetzt schon ausgepackt für den Kunden aus dem Transportkäfig, weil der heute abgeholt wird für einen Händlerkunden. Wie gesagt, wir suchen auch Händler. Also wenn du ein Händler bist und das Interesse Elektroroller, Kabinenroller zu verkaufen, wir schicken dir gerne unsere Preisliste, die siehst du unten hier in der YouTube-Beschreibung. Wir suchen immer neue Händler und neue Servicepartner. So, jetzt mache ich ja erstmal wieder aus. Und noch eine wichtige Sache, einer der Gründe, oder gesagt der Hauptgründe, warum du einen Elektroroller, einen Kabinenroller bei Electroroller Futura kaufen solltest, es gibt eigentlich drei Gründe. Das ist einmal, und diese Punkte sind ganz, ganz wichtig, Service. Wir haben 300 Servicepartner in Deutschland. Wir haben auch eine spezielle Karte, wo du siehst, in jeder Stadt haben wir eigentlich einen Servicepartner. Das heißt, was nützt dir der beste Kabinenroller, der Elektroroller, wenn er kaputt ist und du kaufst ihn bei irgendeinem Online-Händler und der kann dir keinen Service bieten, wenn er kaputt ist. Dann steht er irgendwo rum und ist kaputt und keiner kann dir helfen. Ja? Das andere ist, wir haben auch einen mobilen Service. Wir können auch zu dir nach Hause kommen. Wir haben eine mobile Werkstatt sozusagen und dann können wir den auch zu Hause reparieren. Und der dritte Punkt sind Ersatzteile. Man braucht alle Ersatzteile, erlagernd. Weil wenn ich ein Ersatzteil brauche und ich bestelle es aus China, dann dauert es teilweise 3-4 Monate, bis das da ist. Und selbst wenn ihr nicht bei Electroroller Futura kauft, achtet auf diese drei Punkte. Habt ihr einen Servicepartner und hat der die Ersatzteile lagernd? Weil wie gesagt, es kann immer was passieren. Ihr könnt auch einen Unfall haben oder sonstiges und dann steht dieser Kabinenroller, der Elektroroller einfach in der Gegend rum und ihr könnt nichts mehr damit anfangen. Wie gesagt, wir von Electroroller Futura sind daran, jetzt immer weiter den Service zu verbessern. Wie gesagt, wir haben eine Google-Bewertung von 4,6, eine Trustpilot-Bewertung von 4,1. Schaut euch die Bewertung an, auch von den anderen. Und diese drei Punkte, wie gesagt, sind die wichtigsten Punkte, wenn ihr auf sowas achtet. Wie gesagt, Service und natürlich Ersatzteile. So, wie gesagt, das war für die YouTube-Kundin. Einfach nochmal den Kabinenroller Futura 3.0 in Schwarz. Ich hoffe, dass du jetzt einen Eindruck bekommen hast. Ich hoffe, dass du sagst, der ist cool, den will ich kaufen. Guck auf der Homepage Electroroller Futura.
Ja, dann vielen, vielen Dank. Und wenn du das Video magst, dann like das doch, teile das doch. Das ist immer unser Lohn. Und abonniere den Kanal. Wir machen 2 Videos pro Woche. Dankeschön. Tschüss. Noch mehr Fotos und Videos, die besten Preise und Preisaktionen findest du auf unserer Homepage elektroroller-futura.de. Wenn du keines unserer neuesten Elektroroller, E-Scooter, E-Bike und Elektrokabinenroller-Videos verpassen willst, abonniere jetzt den Kanal von Elektroroller Futura.